In Europa ist der Fußball bereits seit Jahrzehnten die beliebteste Sportart und fasziniert seit jeher die Massen. Millionenschwere Fußballvereine mit tiefgreifenden Historien und verwurzelten Fankulturen sind keine Seltenheit. Punkte, die außerhalb von Europa nicht auf dem Niveau, geschweige denn überhaupt stattfinden. Doch das war mal. Der Fußball in den Vereinigten Staaten Amerikas schafft es seit einigen Jahren, immer mehr an Popularität zu gewinnen. Das Ganze geht so weit, dass die heimische MLS einen regelrechten Boom erfährt. Dabei ist der Wechsel von Lionel Messi zu Inter Miami ein weiteres wichtiges Puzzlestück für die USA. Unsere Lieblingssportart findet vor allem bei der amerikanischen Jugend immer mehr an Zuspruch. Sinnbildlich für den Aufschwung der Sportart in den Staaten steht der 18-jährige Streamer iShowSpeed, der mit seinen Vlogs und Streams millionenfach geklickt wird. Passend dazu findet die Fußball-WM 2026 in Nordamerika statt. Diese Zutaten und viele mehr könnten das Erfolgsrezept sein, welches die MLS in den kommenden Jahren zu einem der wichtigsten Player im Weltfußball macht. Der Fußball in den Vereinigten Staaten ist deutlich unpopulärer, als er beispielsweise hier in Deutschland ist. Fußball galt jahrzehntelang als eine unamerikanische Sportart, bei welcher zu wenig passieren würde. Die amerikanische Dominanz blieb, anders als in anderen Sportarten, aus. Ein Land ohne Fußballbegeisterung, ohne eine systematische Jugendausbildung und die damit auch ausbleibende Dominanz. Doch wie begann der Fußball in den USA? Bevor es die heutige Liga gab, war die höchste amerikanische Spielklasse die North American Soccer League, kurz die NASL, welche zwischen 1968 bis 1984 bestand. Genau in dieser Liga spielten die zwei Legenden, Pelé und Beckenbauer, zum Abschluss ihrer Karrieren. Um die WM 1994 im eigenen Land austragen zu können, bemühte sich die USA, Auflagen der FIFA zu erfüllen. Hierfür mussten sie eine von der FIFA anerkannte, professionelle und landesweite Liga gründen. 1993 wurde dann die Major League Professional Soccer als die erste Liga festgelegt, welche als kurzzeitiger Vorgänger der heutigen Liga gilt. Denn erst 1995 wurde die Liga gegründet, um die es heute geht. Die Major League Soccer, kurz MLS, stellt die höchste Spielklasse im US-amerikanischen und kanadischen Fußball dar. Das System allerdings unterscheidet sich zu den herkömmlichen Ligen in Europa vollkommen. Die Liga bietet beispielsweise nämlich kein Auf- und Abstiegssystem. Anders als in Europa werden auch keine normalen Vereine gegründet. Um in der MLS zu spielen, erwerben Eigentümer, also Unternehmen, eine Lizenz von der MLS, um ein Team für die Liga stellen zu dürfen. Momentan besteht die MLS aus 29 Franchises, 26 in den USA und 3 kanadische. Die meisten Franchises sind aus bevölkerungsstarken Regionen, die auch ein großes Marketingpotenzial haben. Eine Saison in der MLS erstreckt sich von März bis Dezember eines Jahres und weicht auch in diesem Punkt vom europäischen Standard ab. Im März startet die Liga dann mit der sogenannten Regular Season. Dabei werden die Mannschaften in eine Eastern und eine Western Conference aufgeteilt. Momentan spielen 15 in der Eastern Conference und 14 in der Western Conference. Jede Mannschaft trägt insgesamt 34 Spiele aus, 26 davon in der eigenen Conference und 8 Spiele gegen die andere. Nach Abschluss der Regular Season steht dann in der Gesamttabelle der Gewinner fest, der MLS Supporters Shield. Doch hier ist dann noch lange nicht Schluss. Mit Beendigung der Regular Season beginnen nämlich die MLS Cup Playoffs. Die 7 Besten der jeweiligen Conferences qualifizieren sich dabei für ein K.O.-System, um den echten Meistertitel, den MLS Cup, auszuspielen. Wie man sieht, sind bis zum Finale beide Gruppen immer noch voneinander getrennt. In der ersten Runde treten die Mannschaften in ihren eigenen Conferences gegeneinander an. Die Spielpaarungen der ersten Runde ergeben sich durch die vorherigen Tabellenplätze. Die Zweitplatzierten treffen auf den Siebtplatzierten, der Dritte gegen den Sechsten und der Vierte gegen den Fünften. Die Gewinner ziehen in das Halbfinale ein. Mit dieser Runde kommen dann auch die zwei Ersten der jeweiligen Ligen dazu. Durch den Sieg der Regular Season konnten sie also die erste Runde des MLS Cup überspringen. Hier stoßen sie dann auf den Sieger des Spiels zwischen Platz 4 und 5. Die anderen Partien finden zwischen den Siegern der Zweit- und Siebt- und Dritt- und Sechstplatzierten statt. Anschließend gibt es ein Conference-internes Finale. Im Dezember dürfen dann die Gewinner im MLS Cup den conference-übergreifenden Meister ausspielen.
Neben dem klassischen Ligasystem gibt es da auch noch den US Open Cup, welcher den nationalen Pokal der USA darstellt und somit mit dem DFB-Pokal vergleichbar ist. So also die Funktionsweise des nationalen Geschäfts. Ein echt interessantes Konzept. Doch wie sieht es auf internationaler Ebene aus? Gibt es hier auch Wettbewerbe? Ja, und zwar gibt es die sogenannte CONCACAF Champions League. Ein Pendant zu der europäischen Variante, wie wir sie alle kennen. Dazu qualifiziert sich der Sieger des MLS Cup, die Sieger der beiden Konferenzen und der Pokalsieger. Hier treffen sie dann auf Mannschaften aus Nord- und Zentralamerika und der Karibik. Dazu gehören beispielsweise Kanada, Costa Rica, Honduras, Mexiko und so weiter. Neben der klassischen Champions League gibt es dann auch noch den Leagues Cup. Dieser ist ein Wettbewerb zwischen der mexikanischen Liga MX und der MLS. Während zuvor an dieser 8 Teams teilnahmen, wurde die Funktionsweise um 180 Grad verändert. Mittlerweile nehmen nämlich am Leagues Cup einfach alle Teams der MLS und Liga MX teil. Nach einer kurzen Gruppenphase geht es hier in die K.O.-Phase. Ein WM-ähnliches Modell, wofür die Ligen von Juli bis August pausiert werden. Die Finalisten und die drittplatzierte Mannschaft qualifizieren sich automatisch für das Achtelfinale der nächsten CONCACAF Champions League. Doch das Ligasystem ist nicht das einzige, was sich vom europäischen Fußball unterscheidet und eine Amerikanisierung erfahren hat. Auch bei der Zusammenstellung des Kaders gibt es weitere herausstechende amerikanische Elemente. Das wahrscheinlich herausstechendste Element der MLS ist der Salary Cap. Der gesamte Kader eines MLS-Teams darf nämlich zusammengerechnet maximal 5,21 Millionen US-Dollar verdienen. Zudem hat auch jeder einzelne Profifußballer eine eigene Gehaltsobergrenze, welche regelmäßig angepasst wird. Die Spieler müssen mindestens 85.000 US-Dollar, aber dürfen maximal auch nur 651.000 US-Dollar pro Jahr verdienen. Allerdings gibt es auch spezielle Ausnahmen von dieser Regel. Und zwar dürfen mithilfe der Designated Player Rule insgesamt 3 Spieler verpflichtet werden, die mehr verdienen, als die Gehaltsobergrenze erlaubt. In den kaderweiten Salary Cap fließen dann, trotz Überschreiten der Grenze, nur die 651.000 Dollar ein. Ihren Anfang fand diese Regel beim Wechsel von David Beckham zu LA Galaxy, weswegen sie auch heute als Beckham Rule bekannt ist. Somit können die MLS-Teams, trotz dieser Marschroute, auch jüngere Fußballer mit großem Potenzial, echte Stars oder auch Allstars verpflichten. Seit dem Wechsel von David Beckham folgten auch Pirlo, Zlatan, Kaká, Villa, Schweinsteiger, Nani und unter anderem ein gewisser Lionel Messi in die Liga. Was die Liga weiter unterscheidet, sind die vielen sogenannten Drafts. Ein Draft ist ein Event, bei dem Vereine neue Spieler rekrutieren können. Die Spieler haben in diesem Prozess aber nichts zu melden. Werden sie gewählt, so müssen sie wechseln. Die MLS unterscheidet insgesamt zwischen 4 verschiedenen Drafts. Der mit Sicherheit wichtigste Draft ist der sogenannte MLS Superdraft. Dieser findet jährlich im Januar statt. Das Ganze kann man sich wie eine Gala vorstellen. Live im TV werden Nachwuchsspieler, die vorher ein College besucht haben, von den Clubs verpflichtet. Abu Dhanlani. Vor Corona fand das Ganze in einem riesigen Saal statt. Seither wurde es allerdings in eine Online-Veranstaltung umgewandelt. Wie auf dem Bolzplatz wählen nun die Teams nacheinander ihre Wunschspieler. Das Besondere? Das schlecht platzierteste Team der vergangenen Saison darf als erster einen Spieler aussuchen. Somit hat die schlechteste Mannschaft die Möglichkeit, das größte Talent zu bekommen. Mithilfe dieses Drafts soll erneut die Schere in der Liga weiter geschlossen werden. Über solch einen Superdraft fanden unter anderem die Deutschen Julian Gressel und Fabian Herbers zu ihrem ersten Profivertrag. Für Spieler, deren Vertrag ausgelaufen oder aufgelöst wurde, gibt es den sogenannten MLS Re-Entry Draft. Dieser findet seit 2011 jährlich im Dezember statt. So finden freie Spieler über einen ähnlichen Wahlprozess wieder zu einem neuen Verein. Der MLS Expansion Draft erfolgt bei Gründung eines neuen Franchises. Hierbei darf das neue Franchise fest verpflichtete Spieler der anderen Vereine wählen und diese bei sich aufnehmen. Insgesamt kann sich das neue Team nun 10 Spieler aussuchen, aber nicht jeden Spieler. Die gegnerischen Mannschaften dürfen nämlich 11 Spieler wählen, die nicht gedraftet werden können. Für den Fall, dass sich ein Franchise auflöst, gibt es den MLS Dispersal Draft. Alle freigewordenen Spieler werden so in andere Franchises untergebracht.
Doch um die Auswirkungen der Drafts abzuschwächen und das Ausbilden von eigenen Jugendspielern attraktiver zu machen, gibt es die Homegrown Player Rule. Bildet ein Franchise einen Spieler aus, wird dieser von den Drafts ausgenommen und kann direkt vom ausbildenden Franchise selbst mit einem Profivertrag ausgestattet werden. Die MLS hat zweifellos mit diesen Regeln den Fußball in den USA vorangebracht und eine solide Basis für ihre Entwicklung geschaffen. Doch das war nicht immer so. Werfen wir einen Blick zurück in die Vergangenheit, um zu verstehen, wie die MLS dahin kam, wo sie heute steht. Die Aufmerksamkeit, die die Liga im Laufe der Jahre erhalten hat, war einer regelrechten Achterbahnfahrt ähnlich. Bei ihrer Gründung wurden namhafte Fußballer wie Carlos Valderrama verpflichtet, um das Interesse der Fans zu wecken. Allerdings ließ das Interesse an der Liga in späteren Jahren stark nach. Verschiedene Faktoren wurden dafür verantwortlich gemacht, darunter Probleme mit den Stadien. Die meisten Spiele fanden nämlich in Footballstadien statt, die eine riesige Kapazität boten. Da diese aber nie gefüllt wurden, kam selten spürbare Stimmung auf. Um die Liga zu amerikanisieren, wurde dann am Regelwerk herumexperimentiert. Ein Sieg brachte beispielsweise nur einen Punkt. Bei Unentschieden ging es in ein Elfmeterschießen. Die Spielzeit betrug exakt 90 Minuten und die Zeit lief ab, betrug also bei Spielende 0 statt 90. Und auch die Elfmeter wurden zeitweise durch Shootouts ersetzt. Dabei wurde der Ball auf ca. 30 Meter gelegt und der Fußballer hatte 5 Sekunden Zeit, um ein Tor zu erzielen. Doch die Regeln wurden nach und nach wieder abgeschafft, bis sie schließlich 2003 die Regeln und Standards des International Football Association Board, kurz IFAB, übernahmen. Aufgrund finanzieller Probleme und einem Verlust innerhalb der ersten 8 Jahre im dreistelligen Millionenbereich gab es Änderungen in der Führungsetage. Die Franchises schnallten den Gürtel enger. Um weitere Verluste zu verhindern, wurden die Ausbaupläne der Liga gestoppt, Budgets begrenzt und darauf geeinigt, keine teuren Transfers zu tätigen. Ab dem Jahr 2002 erfuhr die Liga dann einen Aufschwung. Da die Nationalmannschaft in dem Jahr das Viertelfinale der WM erreichte, war das Land in euphorischer Stimmung. Damit schauten das Endspiel des MLS Cup 2002 insgesamt 61.316 Zuschauer im Stadion. Die Liga schaffte es von da an, immer weiter zu wachsen. Im Jahr 2003 machte der Wechsel von Tim Howard von MetroStars zu Manchester United für 3,2 Millionen Euro Schlagzeilen. Howard, der knapp 400 Premier League Spiele bestritten hat, war einer der ersten US-amerikanischen Fußballer, der die MLS in Europa in einem guten Licht präsentierte. 2006 wurde dann der ehemalige Verein von Howard, MetroStars, aufgekauft. Der österreichische Getränkehersteller Red Bull wandelte die MetroStars in die New York Red Bulls um. 2007 wurde dann die eben erwähnte Designated Player Rule eingeführt, womit dann David Beckham in die Liga dazustieß. Die Anzahl der Franchises wuchs auch in den Folgejahren immer weiter an. Ab 2015 startete dann eine Marketingoffensive der MLS. Das Logo wurde erneuert, neue Deals abgeschlossen, es stießen weiterhin neue Franchises dazu, neue Stadien wurden gebaut und weitere internationale Spieler verpflichtet. Namen wie Kaká, Pirlo, Lampard, Gerrard, Drogba, Villa und Jovinko verpassten der Liga eine neue Strahlkraft. Das alles klingt wirklich schön und gut. Doch wie sieht es in der MLS heute aus? Wirft man einen Blick auf das Innenleben der Liga, fällt auf, dass die Vereine immer weiter auf die riesigen Footballstadien verzichten. Mittlerweile spielen 22 der 29 Vereine in einem reinen Fußballstadion. Das größte reine Fußballstadion ist von Nashville SC. Der Geodes Park fasst nämlich insgesamt 30.000 Plätze. Auch der neue Club von Messi musste sich Gedanken um einen Ausbau machen. Bislang spielt der Verein im Inter Miami Stadium, welches vor Messis Ankunft 18.000 Zuschauer fasste. Mit Messis Ankunft wurde die Kapazität um 3.000 erhöht, um den größeren Zuschauerandrang gerecht zu werden. Spätestens 2025 möchte der Club dann in ihrem neuen Miami Freedom Park auflaufen, welcher der gesamten Bevölkerung zugänglich gemacht werden soll. Eine Fläche von über 23 Hektar soll mit Restaurants, Hotels und Läden ausgestattet werden. Die Kosten werden auf rund 1 Milliarde Dollar geschätzt. Schaut man sich die Entwicklung der Zuschauerzahlen an, fällt einem auf, dass die Liga immer mehr an Aufmerksamkeit gewinnt.
Während 1996 ein Spiel im Schnitt 17.400 Zuschauer hatte, beträgt diese Zahl in der vergangenen Saison knapp 21.000. Dies liegt sicherlich auch unter anderem daran, dass die Liga zwar keine Auf- und Abstiege hat, doch das Machtverhältnis extrem ausgeglichen ist. Ein Indiz hierfür ist, dass die Liga seit ihrer Gründung im Jahr 1996 bereits 16 verschiedene Meister in 27 Saisons küren konnte. Im Vergleich zu den europäischen Top-Ligen eine echte Hausnummer. Währenddessen konnte die Serie A und La Liga nur 5, die Bundesliga und Premier League 6 und die Liga insgesamt 9 einzelne Meister hervorbringen. Den Titel für die meisten Supporters Shields teilen sich zwei Mannschaften. LA Galaxy und DC United schafften es insgesamt 4-mal am Ende der Regular Season auf Platz 1 zu stehen. Den MLS Cup hingegen gewann LA Galaxy 5 und DC United 4-mal. MLS-Vereine sind von der Qualität der europäischen Top-Clubs meilenweit entfernt. Ja, doch wie sieht es im Vergleich zum Kontinent aus? Die anfangs erwähnte nordamerikanische CONCACAF Champions League, welche seit 2008 in der momentanen Form stattfindet, konnte seitdem nur einmal von einem amerikanischen Verein eingefahren werden. Die restlichen Male gewann ein mexikanischer Verein. Soweit alles verstanden. Dann stellt sich nur noch eine Frage. Naja, der Fußball ist, wie in Europa bereits seit mehr als einem Jahrhundert bekannt, eine simple und fesselnde Sportart. Das findet nun seit ein paar Jahren auch in den USA Anklang. Die Verantwortlichen schaffen es, durch Ausbau der Infrastruktur, durch mehr Fußballangebote für Jugendliche und dem amerikanischen Touch der Liga, die Jugend zu begeistern. Das Ligasystem ist einzigartig. Und trotzdem findet das System Zuspruch. Die meisten Amerikaner vermissen keine Auf- und Abstiege oder ein klassisches Ligasystem, da sie das Ganze nicht gewohnt sind. Anders als wir es in Europa kennen. Das Franchise-System sorgt für eine spannende Liga und birgt extrem viel Potenzial. Mit der Verpflichtung von Messi wurde ein weiteres Puzzlestück gelegt. Sein Freistoßtor in der letzten Minute wurde auf jeder Social-Media-Plattform zum Thema Nummer 1. Durch seine alleinige Präsenz finden Stars wie DJ Khaled, Camila Cabello, LeBron James, Kim Kardashian und viele weitere den Weg in das Stadion. Ganz davon zu schweigen, dass nun auch Spieler wie Sergio Busquets und Jordi Alba verpflichtet wurden. Und auch die WM 2026 wird sicherlich nochmal die Begeisterung für den Fußball im Land entfachen können. Vor allem, wenn die Nationalmannschaft gute Leistung zeigt und weit kommt. Für die Vermarktung der Liga ist auch die englische Sprache ein Riesenvorteil. Somit kann diese rund um den Globus stattfinden. Für interessierte Europäer jedoch sind die Anstoßzeiten der MLS ein Problem. Die allermeisten MLS-Spiele werden um 1.30 Uhr oder 2.30 Uhr europäischer Zeit angepfiffen. Auch die Spiele um 3.30 Uhr oder 4.30 Uhr bereiten Schwierigkeiten. Trotzdem gibt es vereinzelt Spiele, die um 21.30 Uhr oder 22.30 Uhr angepfiffen werden. Auch die Playoffs werden oft so angesetzt, damit auch das europäische Publikum zuschauen kann. Um jetzt die Regular MLS, die Playoffs und die Leagues Cup Spiele zu verfolgen, wird ein MLS Season Pass benötigt, den man über Apple TV für 20 Euro monatlich oder 100 Euro am Anfang der Saison erwerben kann. Für Apple TV Abonnenten und auch so im Laufe der Saison gibt es Vergünstigungen. Mit diesem Pass erhält man Zugang zu allen Spielen der Saison. Durch diese extreme Simplifizierung des Zugangs und der Zusammenarbeit mit Apple kann die MLS sowohl national als auch international deutlich besser an Neukunden kommen als andere Ligen. Mit dem eigenen System, dem Vermarktungspotenzial, den bisher gelegten Steinen und der immer weiter anwachsenden Popularität der Liga könnte sich die MLS in den kommenden Jahren zu einem sehr großen Player im Spitzenfußball entwickeln. Es ist nicht ausgeschlossen, dass in einigen Jahren bis Jahrzehnten der Fußball in den USA die Lücke zum europäischen Fußball schließt. Davon sind sie zwar momentan noch weit entfernt, doch Stück für Stück findet eine Weiterentwicklung statt. Mit dem Fokus, der auf Jugendspieler gesetzt wird und dem sukzessiven Ausbau der Infrastruktur, scheint dies auch ein nachhaltiger Weg zu sein, um im Spitzenfußball der Zukunft ein Wörtchen mitzureden. So, und das war's. Mit Sicherheit das längste Video bis jetzt. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Wenn ja, lass sehr gerne ein Like da. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Sonntag bei der Fußball Talk. Ciao.